Bei fast einem Drittel aller Lebensläufe wird gemogelt. Das ergab die Überprüfung von 5000 Lebensläufen. Ein einfaches Praktikum wird zur Festanstellung, ein längerer Urlaub zur Sprachreise, gängige Praxis? Ja, ich habe in meinem Lebenslauf Praktika, Zeitspannen gemogelt. Bei einem Studium oder irgendwelchen Abschlüssen, die man nicht gemacht hat, ist schon die Grenze. Also das geht eigentlich nicht mehr. Wenn es um eine Kleinigkeit geht, um einen Nebenjob oder so, dann ist vielleicht was anderes. Oder Praktika. Besonders beliebt das eigene Fremdsprachenkönnen von Grundwissen auf fließend Hochstufen oder auch den Verantwortungsbereich größer und wichtiger darstellen, als er tatsächlich ist. Aber was ist erlaubt? Gewisse Schönheitskorrekturen sind zulässig. Zum Beispiel kürzere Lücken im Lebenslauf kaschieren, indem man den Lebenslauf nicht chronologisch, sondern thematisch ordnet. Außerdem Dinge, die nicht zwingend für eine Stelle nötig sind oder sogar negative Auswirkungen haben können, am besten nicht erwähnen. Dazu zählen zum Beispiel gefährliche Hobbys. Was allerdings gar nicht geht, Lügen. Gerade bei Abschlüssen und Qualifikationen. Was passiert, wenn ich dabei erwischt werde? Im schlimmsten Fall kann der Chef einem kündigen, und zwar fristlos, auch nach der Probezeit. Wer Zeugnisse manipuliert, macht sich strafbar. Entdeckt die Personalabteilung unwahre Angaben, lehnt sie laut einer Umfrage einer amerikanischen Jobagentur in 46% der Fälle den Bewerber direkt ab. Die SPD-Politikerin Petra Hinz hat ihren gefälschten Lebenslauf mittlerweile auf ihrer Homepage korrigiert und ihr Bundestagsmandat niedergelegt.